OR Info mit einem weiteren Video-Interview aus Cape Town von der Konferenz Open Education Global. Und in diesem Interview haben wir jemanden aus Kalifornien hier, der Deutsch spricht. Mehr kann man sich ja nicht wünschen als deutsches Publikum. Magst du dich kurz selbst vorstellen? Wer bist du? Warum sprichst du Deutsch und was ist deine Aufgabe in Kalifornien? Ja, schönen guten Tag. Ich heiße James Glapper-Gross-Clagg. Ich arbeite an einem Community College in Kalifornien, wo ich funktioniere als Dekan von verschiedenen Bereichen. Ich spreche Deutsch in erster Linie deswegen, weil meine Frau Germanistin ist. Zweitens, von Ausbildung her bin ich Historiker mit Schwerpunkt Deutschland. Jetzt gibt es in Kalifornien, wie viel waren es, 103 Community Colleges? Ja, also ich arbeite an einem Community College. Das ist so wie, ähnlich wie Fernuniversität oder Volkshochschulen, so irgendwo inzwischen vielleicht. Kalifornien ist ein großes Land, nicht? Große Bundesstaat. In Kalifornien allein, es gibt 113 Community Colleges. Wir bilden aus über 2 Millionen Studenten im Jahr. In den USA, es gibt 1100 Community Colleges und wir bilden aus über 7 Millionen Menschen im Jahr. Also für die ganze USA in Community Colleges, wir betrachten fast 50% von allen Studenten. Und in Kalifornien, in den California Community Colleges, wir bilden aus über 10% von allen Studenten in den USA. Ist es alles komplett öffentlich finanziert und von State Level? Überwiegend ja. Überwiegend sind die Community Colleges staatlich finanziert. Es gibt verschiedene Kosten, je nach dem Bundesland, wo ein Community College sich befindet. Aber im Grunde genommen, die Community Colleges sind billiger als die private Universitäten oder sogar die staatliche Unis. Wir sind stolz darauf, dass wir die Top 100% von Studenten nehmen und ausbilden. Jetzt gibt es ein Projekt bei euch, das heißt OER Degree Pathways. Das hört sich schon mal beeindruckend an. Was ist das? Ja, also es gibt eine neue Bewegung in den USA, die verbindet die OER-Movement mit dem Movement, dass wir alle Studenten ausbilden, dass wir die Hürden von Kosten aus dem Weg schaffen für die Studenten. Wenn wir Studenten fragen, was sind die größten Hürden, damit sie ihre educational goals, ihre Ziele, an Bildungsziele erreichen, 70% von den Studenten sagen, es sind die Kosten von Lehrbüchern. Also sie wissen, du weißt vielleicht, bei uns die Lehrbücher sind unheimlich teuer. Sie können zweimal, dreimal, viermal so viel kosten, wie es kostet, einen Kurs zu belegen. Also jetzt, wir probieren einen ganzen Studiengang zu bauen, dadurch, dass Studenten einen Studiengang beenden kann, ohne jemals ein Buch zu kaufen, damit alle Bücher, Lernmaterialien oder Online-Materials sich aus OER bilden, nicht? Damit die Studenten kein Geld ausgeben müssen dafür, nicht? Und das ist sehr wichtig in den USA, wo wir wissen, an einem Tag heute von den 7 Millionen Studenten in Community Colleges 20% sind hungrig oder 13% sind obdachlos. Und wenn ein Lehrbuch kostet $200-$300 für einen Kurs, Studenten müssen allzu oft die Wahl treffen zwischen Essen und das Buch kaufen, zwischen Essen und Erfolg finden in den Kursen. Und das probieren wir zu ändern, nicht? Damit die Studenten von Anfang an, von Anfang bis zum Ende studieren können, ohne Geld auszugeben für Bücher.
Mit wem arbeitet ihr zusammen? Wer sind die Partner in dem Projekt und wie weit seid ihr auf dem Weg dahin? Es gibt viele verschiedene Partner, verschiedene Organisationen, vor allem wir in den Community Colleges, wir in den OER Community Schulen, die Hewlett Foundation. Einen großen Dank, die Hewlett Foundation ist der größte Investor in OER überhaupt und jetzt sie investieren in OER Degree Pathways oder OER Studiengänge. Der Kern der Idee kommt von David Wiley, der Vordenker von OER, der bemerkt hat vor einigen Jahren, dass es schon genug OER existiert, woraus man einen Studiengang bilden könnte. Gibt es Fächer, Fachrichtungen, die sich besonders anbieten dafür? Fächer, wo wir am weitesten sind, sind Fächer wie Soziologie, Psychologie, Geschichte. Fächer, wo es nicht allzu spezialisierte Tabellen oder Illustrationen gibt. Wobei ich sagen muss, es gibt viele tolle Bücher in Biologie oder Chemie, die öffentlich lizenziert sind. Das ist die Frage, die in Deutschland sofort gestellt werden würde. Was sagen denn die Verlage, die Publishers dazu? Sie hassen uns. Sie hassen uns. Aber schau mal der 18. Preis von Pearson an. Im vierten Fourth Quarter von dem letzten Jahr, Pearson hat 30% am Wert verloren. Also. Und du bist schuld. Wir alle sind stolz darauf, dass wir neue Möglichkeiten geben für unsere Studenten. Die Publishers müssen ihren Business Model ändern und zwar schnell. Gut, gibt es eine Standardlizenz, die ihr nutzt? Können wir es übersetzen danach ins Deutsche? Ja, also Standard in American Higher Education ist Creative Commons Attribution oder CC BY. Okay, dann können wir es ja auch für Deutschland übersetzen einfach. Ja, genau. Sie können alle Lernmaterialien, alle Bücher übersetzen. Also schönen Gruß an die Fernuniversität in Hagen und an die Volkshochschulen in Deutschland. Da gibt es ganz viel Material, das jetzt da schon gemacht wurde und noch weiter entsteht. Und man muss keine Lizenzkosten bezahlen, wenn man es übersetzt. Das ist richtig. Also man kann es von heute bis morgen, auf morgen übersetzen und gebrauchen. Gibt es irgendwas, was wir noch wissen müssen in Deutschland über das Projekt? Ja, nein. Gut, dann alles Gute für die weitere Arbeit. Vielen Dank. Und vielleicht sprechen wir in 2 Jahren mal, wie dann der Stand ist. Vielen Dank für die Gelegenheit.